Bon dia! Hallo! Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich würde sagen, fangen wir direkt an, ne? Let's go! Los geht's! Was werdet ihr bei der nächsten Ozeanüberquerung anders machen? Also ich würde auf jeden Fall nur vorher irgendwie ein bisschen mehr Komfort versuchen einzubauen. Ja, dass man zum Beispiel nicht mehr aus dem Bett fällt, da wie so ein Lehsegel einbauen. Also richtig viel falsch gemacht haben wir nicht. Also das Gefühl haben wir nicht, dass wir es bei der Landüberquerung gemacht hätten. Von daher ist es halt so Kleinigkeiten auf jeden Fall. Würdet ihr Mitsegler mitnehmen, so wie es die Segeljungs oder andere gemacht haben? Hättet ihr dafür Platz? Ja, wir hätten halt nicht so viel Platz wie die Segeljungs. Aber wir hätten noch schon Platz. Aber eigentlich nur einen Platz. Und das wäre halt dann auch schon so, ja, eng. Hatten wir immer mal vor, aber haben wir jetzt nicht geschafft zu organisieren. Ist auch schwierig mit Corona. Dann Leute jetzt ein- und aus. Vor allem in Brasilien. Und deswegen haben wir es bis jetzt noch nicht geschafft. Aber vielleicht bekommen wir das irgendwann mal hin. Oder haben irgendwie eine andere Möglichkeit, mal jemanden mitzunehmen. Wäre auf jeden Fall cool, das mal alles ein bisschen hier aufzubrechen. Und genau, in Zukunft werden wir es mal hinkriegen, um mal auch die drei Konstellationen ein bisschen aufzulockern. Das wäre auf jeden Fall eine gute Sache. Weshalb habt ihr euch dazu entschieden, eure Reise öffentlich zu dokumentieren? Bereut ihr das manchmal? Schließlich wird das durch alles gezeigt. Ihr werdet sehr oft kritisiert, sowohl positiv als auch negativ. Es ist einfach so passiert. Vorher hatten wir schon Spaß daran, Videos zu machen. Von daher haben wir das einfach mit aufgenommen. Und was es jetzt für ein Ausmaß annimmt, konnten wir auch nicht erahnen. Ich bereue es grundsätzlich nicht, weil das halt unser Weg ist, die Reise zu finanzieren, weil man muss sich auch nichts vormachen. Wir haben ja auch viele Kommentare manchmal, ach ja, wie viel kriegt ihr als Taschengeld, keine Ahnung und sowas halt. Das ist diese Kritik. Diese Kritiksparte kann ich auch nachvollziehen, weil es halt auch teuer ist. Aber wir finanzieren es halt wirklich nur über diese Videosache und über alles, was nebenher läuft. Von daher können wir uns das gar nicht wegdenken und müssen dann und haben auch Spaß dran, aber nehmen natürlich alles, was da mit negativ kommt, als Kompromiss und können auch alle negativen Kommentare verstehen, weil es halt so Perspektive, oft werden Sachen missverstanden. Und ja, manche, viele sind auch können nicht alle verstehen, aber wir können ein paar verstehen. Wir können ja alle verstehen, das stimmt schon. Wollte nett sein. Wie habt ihr Daniel kennengelernt und wie lernt ihr generell Corona-Menschen kennen? Daniel hat uns angeschrieben. Genau, also bisher eigentlich hauptsächlich so über die Community eigentlich. Ja, ist sehr schwer wegen Corona. Ja. So außerhalb Leute kennenzulernen, aber wenn in der Marina oder irgendwo, wo man halt dann unterwegs ist, lernt man ein paar Leute kennen, aber das ist halt schon hart begrenzt wegen Corona. Schade ist das, weil man halt dadurch wenig die Kultur und so feiern, und aber man ist halt auch wieder meckern auf hohem Niveau, weil wir können froh sein, dass wir es machen können und ja, die meisten Leute über die Community. Wie viel Zeit am Tag verbringt ihr mit Social Media Produktionen? Das ist immer variabel. Manchmal tagelang, manchmal gar nicht. Wenn wir unterwegs sind, halt eigentlich nicht, weil das nicht funktioniert auf dem Boot. Und an sich, wenn wir dann exploren, können wir halt auch nichts machen. Und dann sind es immer so phasenweise und dann wieder nur am PC. Das ist halt, das müssen wir eigentlich auch mal ein bisschen strukturierter machen. In der Quarantäne in Lago schon 2 Wochen jeden Tag 8 Stunden. Manchmal sind es auch ein paar Tage jeden Tag 8 Stunden. Sie sind Joao Pessoa, so ein paar, bisschen eine Arbeitswoche und so. Ja, nach dem Atlantik nur am PC gesessen. Ja, ja. Aber jetzt zum Beispiel gerade, wenn man dann mehr so am Exploren ist und sich alles anguckt und so, dann geht es manchmal ein bisschen runter und dann wieder ein neues Video kommt. Man kann sich halt auch selber auch einteilen. Ne? Man sagt nicht irgendwie, jetzt fängst du um 8 Uhr an, hörst um 2 Uhr auf, dann ist der Vormittag weg. Wenn man dann irgendwas unternehmen will, geht das nicht, sondern man unternimmt das und guckt, wie es reinpasst. Mhm, genau. Wie schützt ihr euch vor Piraten? Also hier ist eine Mauer ums Grundstück. Ja, damit haben wir uns auch noch gar nicht beschäftigt. Das haben viele gefragt, weil wir jetzt in Richtung Venezuela kommen, Karibik, wenn wir da weit hochsegeln. Wir werden uns damit mal ein bisschen auseinandersetzen, aber grundsätzlich, wie will man sich davor schützen? Man einfach einen großen Schlag drumherum machen, wo die gefährlichen Gebiete sind, ein bisschen Glück haben. Weil ja. Das Problem ist halt auch nicht nur später, ist auch hier schon. Also wenn wir nach Fortaleza segeln, man muss halt das Wissen haben, dass man das vernünftig plant. Weil da kann man nur vor einem Hotelkomplex am Steg stehen, ohne dass man Gefahr läuft, ausgeraubt zu werden. Also wenn man in Fortaleza an einen Ankerspot außerhalb des Hafenbeckens geht und dann einfach da vor so einer Favela ankert, dann wird man auch schon ausgeraubt. Das ist ja auch schon eine Form von Piraterie. Also das ist in Brasilien auch, aber das
meiste, wo man sich damit schützt, ganz einfach wissen, planen, wissen, weil sowas mit Messer, Waffen und so, das ist alles kontraproduktiv. Ja, wir werden auf jeden Fall gut quasi da schon reingebracht hier. Salvador, Natal, Fortaleza, alles Städte. Millionenstädte, die gefährlichsten Städte der Welt. Und so ein paar Schießereien haben wir auch schon hier gehört. Wir haben nichts gesehen, aber ein paar Schüsse werden hier, fallen hier immer. Und das ist halt, damit muss man leben. Und das ist halt hier so. Ein bisschen Respekt ist, glaube ich, ganz gut. Ist euch trotz der ganzen Eindrücke und Orte auch manchmal langweilig? Nee. Langweilig? Nee, langweilig. Wieso denn langweilig? Nee, so richtig langweilig. Langeweile hat man selten. Wo man dann ist, so. Langeweile hat man echt nicht. Was jetzt machen soll. Nee, aber ich weiß, zu Hause, als ich klein war, da hatte ich manchmal Langeweile. Kam ich gar nicht klar. Aber ich Langeweile hatte ich schon sehr lange nicht mehr. So, man kann ja irgendwas machen, oder nicht? Ja, wenn man keine Lust auf was hat. Dann hat man Langeweile. Also auf der Landüberquerung war mir auch mal langweilig. Ja, stimmt, stimmt. Da, da. Da war es manchmal langweilig. Okay, ja, manchmal ist es langweilig, aber eigentlich nicht. Weiter. Ihr dürftet an eurem Boot ein Bauteil austauschen. Was wäre das? Eine Rollfork, würde ich sagen. Weil das ist schon viel Stress. Wobei es auch Style hat, so ein bisschen oldschool unterwegs, aber. In vielen Situationen ist es halt ultimativ unnötig und man kann nicht mal so, wenn du dir denkst, ja jetzt ist gerade bei einer Böe ein bisschen zu viel oder jetzt kommt ein kleiner Mini-Squall, ziehe ich mal die Genoa so ein bisschen rein, damit die kleiner ist, dann musst du entscheiden, packe ich einen Sturmsegel drauf, packe ich eine Fock drauf, packe ich Genoa drauf, ab, dran, ab, ab, dran, nach vorne schleppen, nach hinten schleppen, das ist dann wieder so eine Sache von 20 Minuten oder einer halben Stunde, wo eigentlich bei einem modernen Boot einfach bisschen reinholen kannst und dann guckst du, ja, ist gut. Ich merke, das ist wirklich ein großer Wunsch von Thilo anscheinend, der hier ausholt. Bereut ihr manchmal die Wahl eures Bootes oder seid ihr immer damit zufrieden? Ah, gute Frage. Man flucht schon oft so, oh, die anderen, guckt das Boot da hinten an, die überholen uns, siehst das. Und das Ding ist, wir sind noch nie mit einem anderen Boot gesegelt und wir sagen immer, denken immer so, ah ja, da ist mehr Komfort, dies, das. Aber wir hatten halt sowieso keine andere Wahl, außer dieses Boot zu kaufen, weil das das günstigste im Netz war. Es war schon in vielen Situationen sehr gut für uns. Also ja, für den Anfang war es eigentlich perfekt. Schon allein Orca-Angriff, alle anderen Boote waren Schrott, unseres nicht. Und da wäre unsere Reise schon zu Ende gewesen. Von daher alles richtig gemacht und in der Zukunft kann man immer mal weiter gucken. Ne? Man muss halt auch sagen, die Ansprüche steigen leider im Leben immer weiter. Und wenn man jetzt irgendwie das Boot hat, das ist halt, man muss das ein bisschen regulieren, aber es ist halt menschlich, dass wenn man ein Boot hat und schon unterwegs ist und halt schon segeln darf und so, dass man halt ganz schnell darüber nachdenkt, okay, wäre es nicht cool, noch mal ein bisschen schneller zu sein, ein bisschen mehr Komfort zu haben, wo wir vorhin gesprochen haben und insofern war es schon die richtige Wahl. Guckt euch das erste Video an. Mit 8 km/h um die Welt. Wir wollen erleben, wie es ist, langsam zu reisen. Es ist langsam ist schön, aber zu langsam ist auch nicht schön. Es kann schon schneller sein. Was vermisst ihr jeder einzeln aktuell am meisten? Ja, ich fühle mich so ein bisschen lonely. Aber es ist halt auch so, ich bin auf einer Reise hier und man muss halt damit arbeiten, die Möglichkeiten, die man jetzt hier hat. Und das ist halt auch, man will sich auch nicht beschweren. Ne? Aber wenn ich was sagen müsste, wäre es das so. Und du? Also, ich vermisse eigentlich gar nicht irgendwie so Sachen, die man kaufen kann oder irgendwie irgendeinen Ort oder auch nicht Deutschland an sich, sondern mehr, glaube ich, die Menschen, die Familie. Ich habe da auch mal einen Blogpost zu geschrieben, könnt ihr nachgucken, gestern. Und da mal weitergehen. Ja, ich weiß es nicht, muss ich lange darüber nachdenken. Du weißt auf Anhieb nicht, was du vermisst? So ein bisschen Equipment-Stuff, ne? So eine Unterwasserkamera, dies, das. Schon gut. Ihr dürftet einen Hauptsponsor aussuchen. Welcher wäre das? Ja, für mich, glaube ich, Patagonia. Die richtig fett am Boot noch. Und dann halt auch mal Richtung Patagonien segeln oder mal mit so einem massiven Boot.
ein bisschen so in den Norden, Arktis, Patagonien, da so die Richtung, das wäre doch auch einfach optimal. Wir haben die auch mal angefragt, aber die sind nur für gemeinnützige Sachen offen. Werdet ihr immer wieder von neuem seekrank, wenn ihr nach längerer Zeit wieder auf offene Meer seid? Ja, ein bisschen schon, aber also, man weiß halt wenigstens, dass man dass es kommt und dass man sich dran gewöhnt irgendwie, ne? Also, ja. Man wird schon immer so ein bisschen seekrank, ja. Ich wurde eigentlich nie so richtig seekrank, aber hier das erste Mal nach der Atlantiküberquerung war eine lange Pause, dann kam da ja voll der Scheiß mit dem Steuerrad und so und da wurde mir auf einmal ultra schlecht und ich konnte gar nichts mehr. Aber hast du ja gefilmt auf dem Boden, ne? Das war das erste Mal, dass es richtig schlimm war. Also ist halt auch, wenn es dunkel ist, ne? Wenn man im Dunkeln losfährt und dann werde ich es nochmal viel schlimmer. Weil im Dunkeln wird man schnell seekrank. Wie sehr gehen euch die Hater-Kommentare auf die Nerven? Die Hater-Kommentare. Am Anfang war es schon immer sehr stark, dass man sich davon beeinflussen hat, weil es einfach unnötig ist. Wenn da jetzt nur schöne und tolle sind, dann ist es vielleicht auch ein bisschen, weil dann rechnet man schon mal mit und man lernt ja auch die guten Kommentare dann mehr zu schätzen. Wenn dann jemand dazwischen ist, der sagt nö, dann denkt man sich auch so, ach cool, dass da so viele Leute dafür geschrieben haben, sie finden es gut und irgendwie konstruktive Kritik. Vor allem. Ja, und es ist auch manchmal spannend, so, wenn da so wilde Spekulationen entstehen und Informationen über einen rausgegeben werden, die man selbst jetzt noch gar nicht wusste. Könnte es passieren, dass ihr euch so sehr in ein Land verliebt, dass ihr für immer bleiben wollt? Für immer ist übertrieben, aber es kann schon schnell passieren, dass man einen Spot findet. Es ist halt so naturtechnisch und wettertechnisch und so mit Meer, Strand, Palmen, Sonne das ganze Jahr. Bisschen krank, sorry. Passiert das natürlich schnell, dass man sich dann so verliebt, aber es ist halt hier fehlen natürlich auch einige Sachen, ne, die es in Deutschland dann gibt. Da muss man immer so ein Vor- und Zurück. So als Feriendomizil oder mal irgendwie was anderes, ist das schon, gibt es schon gute Optionen, wo man sich niederlassen könnte. Wie ist es eigentlich mit Zweisamkeit als Paar? Habt ihr genug Platz? Haben viele gefragt, ja, weil auch verschiedene Fragen, ne? Ja. Warum wir so viel, wenig zeigen und wie das alles läuft. Es ist halt wie von Beginn an wenig Platz auf dem Boot, aber man findet immer eine Möglichkeit und wir können vom Boot gehen und dann haben wir unendlich viel Platz, wo man hingehen kann. Ja, und wir müssen ja jetzt nicht immer da so ein Couple-Life filmen, das ist ja irgendwie relativ unnötig. Und man muss sich halt auch zurückhalten und Kompromisse eingehen und dann funktioniert das, aber ist auch oft stressig für Jonas, für uns, für alle. Halt crazy. Man redet schon oft darüber, also dass man irgendwie nicht absprechen muss oder sagt, was einen beschäftigt oder irgendwie ja, manchmal genervt ist und so. Also viel Kommunikation. Das Überraschendste in Brasilien war, ist, dass es hier Chips mit Vitaminen gibt. Für die Kinder. Vitaminado. Und die rennen hier mit Riesen Musikboxen rum und schreien da immer rein und machen laut, Werbung. Ne? Rambazamba, pam, 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 pim, pim, pim. Cool. Ich finde das richtig cool. Also hier ist nicht so viel Zurückhaltung wie in Deutschland. Genau. Du läufst rum, du kannst in jedes Restaurant eine riesen Box mitnehmen und deine Mucke machen und so. Ist vielleicht manchmal ein bisschen übertrieben, aber im anderen Sinne auch gibt es halt auch viel mehr Freiheit. Genau, häufig Good Vibes, alles schrill, bunt, alle Häuser sind auch, jeder hat eine andere Farbe im Haus. Und das ist cool, manchmal nervt es halt auch, aber da kommt halt dann das deutsche Spießergehen raus. Ja, ist alles, wenn man sagt, cool, nervt nicht. Essen ist auch gut, ne? Wir waren gestern essen auf einer Stadt, es war jetzt sehr günstig in dem Viertel. Aber da gibt es zum Beispiel dann Reis, Bohnen, Nudeln, alles auf einmal. Ja, das ist geil für uns. Und nur Sättigungsbeilage, alles macht satt und bezahlst du 3 Euro für. Wir haben 10 Euro für 4 Leute mit Wasser als Getränk und Trinkgeld. Und ist auch richtig gut für mich, wenn ich nichts finde. Es gibt immer Reis mit Bohnen, was vegan ist und ist richtig nice hier das Essen. Ja, ich glaube, man könnte da noch viel drüber reden. Es gibt viele Sachen, die Landschaft, sind. Natur, Strand. Ja, es ist eine längste Strände der Welt. Die ganze Küste ist ich denk Strand. Ich denke mal, weil die Frage war ja, was überraschend war, dass halt mega vieles für uns überraschend war, weil wir noch nie in Brasilien waren und weil wir jetzt noch nicht so mega viele Vorstellungen uns machen konnten, weil wir einfach losgefahren sind quasi. Das war ja so relativ spontan. Deshalb war halt ziemlich vieles überraschend. Man hat sich jetzt nicht vorher ein Buch durchgelesen oder mal im Internet gegoogelt, was hier genau, so abgeht. Genau, deswegen ist immer alles überraschend. Denkt ihr manchmal daran, die Reise zu verkürzen und früher heimzufahren? Auf jeden Fall. Aber ist nicht ganz richtig, die Formulierung, weil verkürzen nicht unbedingt.
Verlängern. Wir haben jetzt, verlängern, ja. Wir haben jetzt aber festgestellt, dass es halt eventuell schwierig ist, das in einem Stück durchzuziehen, so 3-4 Jahre lang, gerade auch in der Konstellation. Ich meine, ihr werdet das nachvollziehen können, viele von euch werden aber schon. Aber wir haben auch nie gesagt, dass wir es in einem Stück durchziehen werden. Und es macht auch Sinn, weil wenn man jetzt zum Beispiel das unterbricht, wäre dann mal wieder zu Hause eine Zeit und dann wird man das Segeln wieder mehr schätzen und dann sitzt man auch nicht hier, ist im Urlaub bei Palmenstrand in kurzer Hose und sagt dann irgendwie, ja nee, dies ist doof, jenes ist doof. Und dann weiß man ja auch, jetzt bin ich im Paradies, jetzt kann ich wieder segeln und genieße das wieder und zu Hause hat man halt die Vorzüge. Außerdem macht das für uns auch Sinn mit unserer Kameraausrüstung. Mal, also hier ist es eine Katastrophe, hier kommt man an nichts, der Zoll ist mega teuer, Lieferzeiten, das ist, also für uns wäre es auch und für euch wahrscheinlich auch ein Vorteil, wenn wir mal ein bisschen was organisieren können. Wir haben schon hunderte Euro umsonst ausgegeben, um hier ein Paket hinzuschicken, und was immer alles zurückkommt, dann bei 200% Importzoll, bla bla, ganz komisch. Die wollen einfach nicht, dass man hier irgendwie so einen Handel betreibt. Es ist immer ganz viel Diskussion und wie man was gestaltet und was man macht. Aber ja, wir werden da immer eine Lösung finden.